So, Fotoalben. In den Schubladen waren jetzt DVDs hier hinten. Ja, perfekt. Es ist zwar nur ein Fotoalbum und keine Mehrzahl, aber egal. Is that okay? Perfect. Oh my God, look how little we are there. We look like toys. I remember that day by the lighthouse. My dad was pissed at us. He actually tried to give us a time out. And you laughed at him. My dad would have banished me. Whoa, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. There's still time for you. Oh man, there we are making pancakes. I love that shot of us. It's hard to believe my dad took that picture only 5 years ago. Literally seems like yesterday. I wish it was. Me too. This photo. Maybe I could. Yeah. Listen, Max. My respiratory system is failing, and it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along, and I will too. This isn't how I want things to end. What? What are you saying? I'm saying that being with you again has been so special. I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible, and you made me feel that way today. I want this time with you to be my last memory. Do you understand? Yes, I do. All you have to do is crank up the IV to 11. Nein! Chloe. I can't. It wrecks me to see you in any pain, but I don't have any right to do this. I'm an adult. I'm giving you the right. But Joyce and William. I already said my goodbyes to them, but they won't honor my wishes. You will. Right. I can't kill you with an overdose. Max, I'm dying from my illness, not my dosage. This accelerates the process. I'd rather go out on a wave than a rock. And I want my best friend to help me out. I am going to help you, but not like that. You have to believe me, Chloe. Why, Max? You're just bailing on me, like everybody else. Why don't you go now? You've been wanting to since you got here, right? So go and don't come back. Chloe, I am never leaving you again. Foto scharf stellen. I'm sorry, William. Someday Dad will get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper.
Hello? Hey, honey. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar! You mean your college fund? Keys, please. Aha! You can't hide from me forever! And no Chloe and Max wine tasting session. Dad! Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world-famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us. Max, you are being so fucking strange. Like you're never gonna see us again. Chloe, I'm so sorry. I tried to make things different for you. I did try. I'm sorry. I don't know exactly what you're talking about, but come on. You have made things different, like my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends forever. And when we grow up, we're taking over the world. Listen, whatever happens, I want you to be strong, even if you feel like I wasn't there for you, because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back, always. Dann heißt es also wieder alles zurück auf Anfang. Chloe, you're back. Whoa, whoa, down, Max. You get one kiss, now you're all over me? I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Max, did you forget we've gone over this? I hope you weren't messing around with time while I was sleeping. Not anymore. I'm just spaced out too. Welcome back to the real world, Max. Let's look at the big board and see all our pieces in the puzzle so far. Aha! Wir spielen CSI. So close, yet so far away. We have to do three main things. Right. What things? One, decipher Frank's logbook. Two, get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. And see whatever hidden shit he's got in his messages. Three, beat Stepdouche Dan until he tells us about Frank, Nathan, and the darkroom. Too bad I don't have a gun anymore. Yes, that's the solution. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind...
Fine, whatevs. It's your power. Which I can't waste on shit like that. Or Blackwell would be in big trouble. You didn't even let me take that money to pay Frank off. And I'm glad. We have to be better than that. I know. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. Or to who. And be careful of Stepcrack. He's not gonna be a happy camper after you reamed him yesterday and Mom is giving him the boot. I'm on it, partner. I can't abuse this level of my rewind power. It's way too dangerous, and I need to navigate the present without messing up the past. Staying up all night is the best excuse to drink lots of coffee. Even Holmes and Watson didn't use every piece of information. Damn, this is a serious exposé on the Prescotts. Finally. Lesen, lesen. The Great Northwest. Penn Estates der Prescotts, Fluch oder Segen, von Craig Kennedy. Der Name Prescott mag nicht viel für Sie oder alle anderen außerhalb einer kleinen Küstenstadt Oregons bedeuten, aber dieser Name hat viel Bedeutung für Arcadia Bay, eine idyllische und zeitlos wirkende Stadt. Einst war sie der Sitz einer florierenden Fischerei- und Tourismusindustrie, aber diese Tage sind Geschichte. Trotz des lokalen Einflusses der Blackwell Akademie und ihrer Football- und Schwimmteams, den Bigfoots und Ottern. Veränderungen in der Umwelt der Region reduzieren die Anzahl der Fische und anderer Meereslebewesen und resultierten in einer stagnierenden Wirtschaft und eingeschränkten Tourismus. Kurioserweise verstanden die Prescotts es, ihre Geschäftsinteressen auf einem ziemlich profitablen Niveau zu halten. Tatsächlich stehen sie hinter einem teuren und exklusiven Siedlungsbau namens Penn Estates, der tief im Wald in der Nähe der Blackwell Akademie angelegt werden soll. Örtliche Gruppen amerikanischer Ureinwohner reichen bereits zahlreiche Anträge gegen das Projekt ein, in denen eine weltläufige Zerstörung von Stammesland und natürlichen Ressourcen angeführt wird. Auf der nächsten Seite fortgesetzt. Nee, ich will mich nicht hinsetzen. Ich will stöbern. That's my Chloe. Waffenleitfaden für böse Mädchen von Coffee Greer. Wieso hab ich sowas nicht? That snow dough always makes me think of William and Chloe. I'm getting lost in all this shit. Ja, ja, ist ja gut. Ich gehe jetzt gleich runter. This butterfly photo seems like a million years ago. How much time have I altered since? Tja, wenn wir das alle nur wüssten, ne? So, ich habe jetzt schon total vergessen, was ich eigentlich wollte, aber ich muss den Typen, glaube ich, ausfragen hier. Den Stiefdödel. You won this battle, Max. You broke up my family. I salute you. David, I didn't try to hurt you. Ever. But I won't let anybody hurt Chloe. Too late, isn't it? You just better be damn careful with her. Don't you wander off into the dark. 1-0 für uns. Das Problem ist nur, jetzt haben wir niemanden mehr, mit dem wir jetzt sprechen können. David isn't any different from me when he's looking at those family photos. Achso, das war okay. Wer lässt denn hier bitte schön den Fernseher an? Those poor whales are like beached angels. What is going on here? Ouch. David, ich will dich hier nicht sehen, wenn ich von der Arbeit zurückkomme. Ich meine es ernst. Jay Price. Ja, auch eine Art, mit jemandem Schluss zu machen, ne?
Was war das? Did I actually cause that clock to stop? Oh, there's a ladybug stuck in the dials. Aww. My butterfly sketch doesn't exist in this timeline. Like William. Max the Time Bandit strikes again. Was ist das für ein Mülltier, Leute? Tote Vögel sind immer noch da. Das Grab ist immer noch da. Bengo. Achso, ich habe gerade Benny oder sowas gelesen. Klang nach einem Hund. Keine Ahnung, was die ganzen Steine hier suchen. Da kann ich nicht rein. Poor birds. I guess David wasn't in the mood to clean up. Ja, Sauerei, ne? Der hätte jetzt ja erstmal einen Gartner Vordermann bringen müssen, als die Schluss gemacht hat, und hätte dann gehen müssen. Ja, ist das die gleiche wie oben? To think this all started with my vision of a tornado. Öko-Apokalypse. Bis vor kurzem war Arcadia Bay eine idyllische Ecke an der Küste Oregons für Fischer und Touristen. Die Stadt, in der die Zeit stillsteht, befindet sich seit Anfang der Woche im Auge eines ökologischen Sturms. Nach einem unvorhersehbaren Schneefall, einer nicht vorhergesagten Sonnenfinsternis, toten Vögeln und einem halben Dutzend gestrandeter Wale wird das seltsame Wetter in Arcadia Bay jetzt von prominierten nationalen und internationalen Wissenschaftlern studiert, inklusive der NASA. Noch unglaublicher als diese Ökophänomene ist die Tatsache, dass nicht ein einziger Meteorologe auch nur eine stichhaltige Theorie oder einen Grund für das atmosphärische Chaos geliefert hat. Auf der nächsten Seite wird fortgesetzt. Ich hasse diesen Satz, ich lese ihn nämlich ständig. Irgendwie haben sie umgeräumt wieder. Ein Foto. Joyce must be so upset. Are you helping anybody, Max? Ja, vielleicht kann sie ja jetzt ihren Traumtypen finden. Gut, vielleicht ist das auch der, der tot ist. Man weiß es ja nicht, ne? Also der Vater von Chloe. It looks like David finished his car repairs. Maybe there's some new clues around. So, Sherlock Gameplayerin schreitet wieder zur Tat. What the hell did David do for Nathan? And what did his dad do for David? Mr. Metzen, danke für Ihre Hilfe mit Nathan. Ich weiß die Geste zu schätzen. Gruß Sean Prescott. Das ist, wenn man dann schneller am Gucken ist, als dass man vorlesen kann. Either Chloe stole another gun, or David is out there armed. Und vor allen Dingen, warum hat er die restlichen Waffen hier gelassen? Das verwirrt mich jetzt gerade ein bisschen. Oh, jeez. David is packing up wedding stuff too. Oh, that makes me sad. It was so incredible to see William again. I wish Chloe could too. There's more to David Madsen than meets the eye. He should finish this letter to Joyce. Joyce, du weißt, ich bin nicht gut darin, mich zu rechtfertigen oder mein Verhalten zu erklären. Ich weiß nur, dass mich noch nie jemand so gut verstanden hat wie du. Ich würde dir oder Chloe nie wehtun. Mich um meine Familie zu kümmern, ist meine Hauptmission. Ja, ich bin einen Schritt zu weit gegangen mit der Überwachung und den Verdächtigungen. Und es tut mir aufrichtig leid und ich schäme mich. Aber in Arcadia Bay gehen dunkle Machenschaften vor sich, von denen ich dir nie erzählt habe. Du bist meine Frau und Partnerin und ich weiß, wir sollten keine Geheimnisse voreinander haben. Ich wollte dir alles erzählen, aber nicht ohne Beweise. Stattdessen beginnt eine Schülerin unter meiner Aufsicht Selbstmord. Du warfst mich aus dem Haus und meine Stieftochter hasst mich. Bitte lass mich... I promise I'll help Miss Grant next time.
if there is one. Von Direktor Wells an David Madsen. Wie ich in unserer Diskussion zum neuen Campus-Überwachungssystem besprochen, informiert Miss Grant mich darüber, dass ihre Petition nur eine Möglichkeit des Protestes von mehreren ist. Während wir eine neue Ära der Sicherheit in Blackwell einläuten, müssen wir einen Mittelweg zwischen Sicherheit und Privatsphäre für unsere Schüler finden. Gruß, Direktor Wells. Oh, meow, Miss Grant. Twist that knife. Die Antwort zurück. Ich brauchte keine Überwachungskamera, um diese Aufregung kommen zu sehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Miss Grant. At least he has one weird fan. Von Anonym an David Madsen. Sehr geehrter Miss Madsen, ich wollte Sie bloß wissen lassen, dass das, was mit Ihnen passiert ist, totaler Schwachsinn ist. An dieser Schule sind zu viele metrosexuelle, liberale Idioten, die Sie und das Militär nicht zu würdigen wissen. Ich fühlte mich im Wohnheim sicher, als Sie Sicherheitschef waren, und ich dachte, ich stehe unter Ihrem Schutz. Ich hoffe, Sie kehren bald zurück und gewährleisten wieder unsere Sicherheit bei Nacht. Diese Schule macht mir Angst. Wish I had surveillance footage of that conversation. Von David an Raymond Wells. Ich entschuldige mich für meinen gestrigen Ausbruch in Ihrem Büro. Ich war wütend, meine Stellung in Blackwell ohne eine umfassende Untersuchung der Fakten und ausschließlich aufgrund einer Anschuldigung nicht vertrauenswürdiger Schüler zu verlieren. Ein Krebsschwert in der Blackwell-Akademie und ohne mich wird er sich ausbreiten. Mit freundlichen Grüßen, die Madsen. Das waren alle. Surveillance cameras at Pan Estates? David must be working for the Prescotts too. Okay. Können wir nicht mitnehmen? Hallo. Whoa, that is a serious padlock on that locker. Hey David, what you hiding? Oh. Ich hasse es. For once, I don't have time to search for the code. Oh, and I need to find a way to break this padlock. Ja, bin ich auch für. Oh, look at the baby blue jay eggs in the nest. I better move his plank if I want to take the shot. Excuse me. Just one picture, please. So, ein Foto. Click. Another photo from my Arcadia Bay Wildlife Series. Können wir das jetzt wieder da vorstellen? Oh, thank you. Sleep tight, my eggy wags. Okay. So, mal schauen, was haben wir denn hier noch? Ja, so einen Vorrat hätte ich gebrauchen können, als die Sache mit Corona anfing, die ganze Hysterie. Allerdings ohne diesen ganzen Schund da oben mit den Zeralien und so. I wonder if David is going to the party. Okay, also viel haben wir jetzt nicht gefunden. Anrufbeantworter, Notiz. Looks like David already booked a room. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir jetzt schon mit ihr sprechen können und ihr die Sachen sagen können. Yep, locked from the other side. Achso, das war dann aber unten. There's no way I can go to Chloe without going to David's locker. Achso, Entschuldigung. Dann gehen wir halt nochmal in die Werkstatt. Haben wir denn hier irgendwas? Ah, komisch, die Brechstange konnten wir vorhin gar nicht nehmen. I can use that crowbar to pry open the locker. Machen wir das doch. Sorry, David, but I bet you would do the same thing as me.
subordinates, photos of Kate, Nathan. Oh, yes. Blackwell Parkplatz, sie weiß etwas. Breitengrad, Längengrad. Okay. Score. Back to Chloe now. Yep. Wollte ich ja eigentlich vorhin schon, aber... So, jetzt dürfen wir aber die Abkürzung benutzen. Ach, ich muss sie rufen. Yo, Chloe! Are you ready yet? I have to get back to my dorm. Are we happy? Very happy. I hit the secret file jackpot. Kate, Nathan, and Rachel. Plus some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. Now let's get the hell out of here before we get busted. Now let's go find out what Nathan is hiding in his room. We have to be extra careful. Max, now it's time for Nathan Prescott to be afraid of us.